Heute unser viertes Video, was wir für die Aufklärungskampagne Zweite Chance quasi als Auftragsarbeit fertigen. Heute geht es zunächst um das Thema psychische Erkrankung und Kündigung. Da findest du übrigens auch noch ein paar Links unten, wo mehr so rechtliche Fragen behandelt werden. Ich habe dazu schon einige Videos gemacht. Heute in diesem Video werde ich dir vier Situationen vorstellen, die für dich mit einer psychischen Erkrankung im Arbeitsverhältnis gefährlich werden können, und werde dir sagen, was du dann in dieser jeweiligen Situation beachten musst. Und dann gebe ich dir noch drei Tipps für den Fall, dass du tatsächlich eine Kündigung bekommst, die in irgendeiner Weise mit deiner psychischen Erkrankung in Zusammenhang stehen kann. Zunächst einmal die vier Situationen, und da müssen wir jetzt mal unterscheiden. Bei psychischen Erkrankungen erlebe ich es sehr häufig bei meinen Mandanten, zwei verschiedene Arten von Kündigung. Eigentlich kann man fast sagen, drei Arten von Kündigung. Eine Kündigung ist einfach die, der Arbeitgeber kündigt einfach, der will dich einfach loswerden, du musst dagegen klagen, kannst dann versuchen, eine Abfindung rauszuholen oder im Job zu bleiben. Meistens würde man lieber mit dem goldenen Handschlag gehen wollen. Der Arbeitgeber macht sich also gar nicht großartige Gedanken darum, wie er dich los wird, ob die Kündigung wirksam ist, bemüht sich da gar nicht, haut einfach mal eine raus. Zweite Variante, du machst aufgrund deiner psychischen Erkrankung Fehler und der Arbeitgeber mahnt dich ab, beziehungsweise du machst so einen schweren Fehler, dass er direkt fristlos hilfsweise ordentlich kündigt. Und dann die dritte Fallgruppe sind eigentlich die die Fälle, wo der Arbeitgeber deine Krankheitszeit nimmt, um darauf seine Kündigung aufzubauen. In diesen Fällen, also der eigentlichen krankheitsbedingten Kündigung, mit denen fangen wir mal an, muss der Arbeitgeber zunächst ein sogenanntes BEM, ein betriebliches Eingliederungsmanagement, durchführen. Wenn du eine Einladung zu dem BEM bekommst, dann kannst du dich zum einen anwaltlich beraten lassen, das kannst du auch bei uns telefonisch erstmal machen. Du kannst aber auch mindestens drei Sachen selbst wissen, um damit gut umzugehen. Das eine ist bitte, im BEM nur auf Ursachen für deine Erkrankung aus dem Arbeitgeberumfeld hinweisen und im BEM bitte nichts über deine Erkrankung im Einzelnen, im Detail erzählen. Ich würde sowieso eben da sehr vorsichtig sein, auch andere Erkrankungen dort eher nicht erwähnen. Wichtig ist, dass du teilst, dass du dich nicht dem BEM komplett verweigerst. Wenn es momentan aus gesundheitlichen Gründen nicht geht, dann sag dem Arbeitgeber, jetzt geht es nicht, aber ich will es gern machen, nur halt später. Ja? Also erste wichtige Situation, BEM, schau dir gerne auch nochmal die Videos, die ich zum betrieblichen Eingliederungsmanagement BEM gemacht habe, genauer an. Zweite Situation, in die du kommen kannst, das wäre die Situation, wo der Arbeitgeber jetzt bei dir Fehlverhalten sieht, ja, weil du Fehler machst oder er dich einfach reinlegen will oder er Fehler konstruiert, weil er dich loswerden will. Du bekommst eine Abmahnung. Im Falle der Abmahnung empfehle ich dir auch, anwaltlichen Rat aufzusuchen, denn die Abmahnung ist häufig die Vorstufe der Kündigung, und gerade in den Fällen, wo der Arbeitgeber so den Verdacht hat einer psychischen Erkrankungen und wo du vielleicht auch schon längere Arbeitsunfähigkeitszeiten hast, da kannst du davon ausgehen, dass der Arbeitgeber die Abmahnung macht, weil er dich loswerden will, weil er eine verhaltensbedingte Kündigung vorbereitet. Genauso, wenn du eine Anhörung bekommst, wenn du einen Fehler gemacht hast und der Arbeitgeber kann ihn nicht sicher beweisen, kann er eine Kündigung auf einen Verdacht stützen, und zu diesem Verdacht muss er dich aber vorher anhören. Das heißt, wenn er dir Fehlverhalten mitteilt und deine Stellungnahme fordert, dann solltest du auf jeden Fall bei einem Anwalt anrufen. Und dann die vierte Situation ist die, du bekommst entweder, wenn es verhaltensbedingt ist, weil du Fehler gemacht hast, eine fristlose, hilfsweise ordentliche Kündigung, oder wenn es krankheitsbedingt ist, eine ordentliche Kündigung. Das ist sozusagen, das sind die Situationen. Bei der Kündigung aller spätestens, wenn du die hast, am ersten Tag beim Anwalt anrufen. Wir bieten kostenlos, unverbindlich ein Ersttelefonat an, indem wir erstmal gucken, was man machen kann, wie man es machen kann und was es kostet. Ja? Und indem du gucken kannst, ob wir die Richtigen sind. Das machen andere Kollegen auch, aber du musst am ersten Tag anrufen. Und darauf bauen jetzt ein bisschen meine weiteren Tipps auf, dass dir das mit der psychischen Erkrankung häufig sehr, sehr schwer fällt, überhaupt was zu machen. Ja? Deswegen, wenn du das Gefühl hast, dass es irgendwie auf der Arbeit schwierig wird, dass es in Richtung Kündigung, Abmahnung und so weiter geht, empfehle ich dir dringend,
such dir einen Coach. Das muss jetzt kein teuer bezahlter Coach sein. Nimm dir jemand aus deiner Familie, aus deinem Freundeskreis. Such dir jemand, der dir hilft. Erstens, der dich berät, aber der auch ganz konkret in dieser Situation den Überblick behält. Ja, ich sage ja immer bei Erkrankungen, eigentlich müsste jeder von uns so einen Krankenmanager, einen Gesundheitsmanager haben, so einen persönlichen, weil man selber in eigenen Sachen oft so betriebsblind ist. Das müsstest du in dieser Situation auch, weil du bist betriebsblind und noch geschwächt und kriegst noch ein Ding rauf, ja, durch die Kündigung. Das heißt, das kannst du alleine fast nicht hinkriegen. Deswegen vorher jemand suchen, vorher das mit dem besprechen. Und ich zum Beispiel habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand anders für dich anruft und die Sachen in die Wege leitet, sondern ich empfehle das sogar. Ja, das ist so das eine. Such dir einen Coach. Dann such dir einen Coach, beziehungsweise lass deinen Coach dir jemand suchen, einen Anwalt suchen, der nicht nur Fachanwalt für Arbeitsrecht ist, sondern der auch auf Kündigungsschutz spezialisiert ist und der auch mit dem Problem der psychischen Erkrankung schon zu tun hatte. Das sind wirklich sehr spezielle Geschichten und viele sind damit einfach überfordert. Ja? Das ist wirklich auch ganz, ganz wichtig, dass man, ich sage immer so, wenn du ein Bauwerk errichten willst, brauchst du das richtige Werkzeug. Und so ein Anwalt ist im Prinzip auch ein Werkzeug. Und du brauchst da auch den richtigen. Du brauchst nicht deinen Wald- und Wiesenanwalt, du brauchst nicht deinen Fachanwalt für Familienrecht, der schon deine Scheidung gemacht hat, sondern du brauchst einen auf deine Situation spezialisierten Anwalt. Der muss nicht um die Ecke sein. Wir arbeiten zum Beispiel deutschlandweit, aber es gibt auch andere Kollegen, die das so machen. Aber wichtig ist, dass er spezialisiert ist und mit der Materie schon zu tun hatte. Und dann letzter Tipp, und der betrifft den Umgang mit dem Anwalt. Du musst selbst erkennen, dass dein Anwalt nicht dein Seelenklempner ist, dass dein Anwalt nicht dein Psychologe ist und auch nicht deine Kummertasche. Es geht nicht darum, dem Anwalt quasi jetzt alles zu erzählen, von Moses an. Er ist entweder höflich, hört sich das alles an, oder er ist zum Beispiel wie ich, er versucht dich dann zu unterbrechen und dich auf den Punkt zu bringen, beziehungsweise dir Fragen zu stellen. Und du solltest die Fragen beantworten. Denn dein Anwalt weiß, was jetzt wichtig ist. Du weißt es nicht, deswegen brauchst du den Anwalt. Ja? Ich erlebe das ganz häufig bei Mandanten, dass die in dieser Situation durch diese Überforderung natürlich denken, es ist jetzt wichtig für den Anwalt zu wissen, was da im Einzelnen in den letzten 10 Jahren beim Arbeitgeber schiefgegangen ist oder bei einem selbst und so weiter. Nein, das ist nicht wichtig. Es sind im Falle einer Kündigung ganz konkrete Dinge zu machen. Und jeder Profi wird dich sofort dahin bringen, dass ihr das gemeinsam vorbereitet. Ja, also bei mir bekommst du zum Beispiel dann ein kurzes Gespräch und dann bekommst du eine lange Handlungsanleitung, was jetzt die nächsten Schritte sind, und die musst du abarbeiten. Und dafür wiederum ist es sinnvoll, wenn du dann einen Coach hast. Ja? Also zusammengefasst, in dieser Situation der Kündigung ist für dich zumindest noch Geld drin. Vielleicht ist dein Job dauerhaft nicht mehr zu retten, aber man kann noch Geld damit verdienen. Verschenke das nicht, zum einen, indem du untätig bleibst. Zum zweiten, such dir den richtigen Werkzeug, den richtigen Hebel, den richtigen Anwalt. Und zum dritten, nimm dir noch jemand, der dich in deinen Mandantenpflichten, Informationsverschaffung und so weiter, der dich dabei unterstützt, der dich coacht, der vielleicht auch deine Telefonate mit dem Anwalt übernimmt und die Sachen für dich in die Wege leitet. Denn du bist häufig völlig gelähmt, schon vorher. Und wenn du dann noch in dieser Situation eine Kündigung bekommst, dann ist das einfach für jeden zu viel. Ist ganz normal. Ja? Muss man dir auch nicht selbst vorwerfen oder so. Das ist eine ganz normale Situation. Und deswegen braucht man Hilfe. Und gerade Männern fällt es schwer, Hilfe anzunehmen. Ja? Ich weiß es wirklich, wie schwer es ist, dann zu sagen, wir wollen immer die Starken sein. Ja? Es ist notwendig. Wenn du deine Beine ab sind, dann musst du dir auch Hilfe suchen. Wenn du einen schweren Unfall hast, musst du doch auch ins Krankenhaus. Warum ist das so schwer bei psychischer Erkrankung, das anzuerkennen, dass man das eben auch nicht alleine hinbekommt? Ja? Das, aus meiner Sicht, ist da schon der erste wichtige Schritt geschafft, wenn man diese Erkenntnis hat, dass man Hilfe braucht. Danke für deine Aufmerksamkeit. Abonniere gerne den Kanal. Wir bleiben insbesondere auch an diesen Themen dran. Tschüss.